So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich The Legend of Zelda A Link to the Past, 1991 bzw. 92 für das SNES erschienen. Vor langer Zeit, so erzählten die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor diesem Land zu versiegeln. Das Tor zu diesem Land zu versiegeln, so macht's mehr Sinn. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Etwa The Legend of Zelda? Eines Tages taucht in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren, eine nach der anderen. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Nun gut, da haben wir erstmal die Story kennengelernt, geben wir uns einen Namen, der da lautet wie eh und je Flo, und starten wir einfach rein. Hilfe, bitte hilf mir, ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe. Flo, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Okay, Onkel oder Papa oder wer auch immer du bist. Ich höre garantiert auf dich, wie ich es normalerweise tun würde natürlich. Oder wir holen uns einfach die Lampe. Du hast die Lampe, jetzt kannst du fucking anzünden. Drücke den Y-Knopf. Ja, das dritte Zelda rein theoretisch. Vorher gab es noch Zelda 1 und Zelda 2, halt wie es der Name sagt. Und hier hatte ich das Gefühl, hier haben sie erstmal so richtig die Zelda-Form etabliert. Halt in Zelda 1 haben sie es ja schon ähnlich gemacht. Für mich ist das Spiel hier tatsächlich so halbblind, muss ich sagen, weil ich habe A Link to the Past noch nie durchgespielt. Ich habe den Nachfolger A Link Between Worlds durchgespielt, aber A Link to the Past, nö, warum auch, ne? Warum auch erst den ersten Teil spielen, bevor man den Nachfolger spielt? Hatte ich irgendwie nie Gelegenheit zu, aber jetzt holen wir das nach. Wir spielen das Ganze hier durch. Den Anfang kenne ich natürlich grob. Daher nicht verwundern, dass ich mich hier jetzt nicht verlaufe großartig, aber den Anfang, der ist mir dann doch bekannt. Der ist mir dann doch so ein bisschen bekannt, ne? So ein minimales bisschen. So, machen wir hier einmal das Verlies auf und schauen mal, wie es meinem Onkel geht. Ich glaube so, da ist was schief gegangen. Ah, Flo, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu.
Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halt den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte Flo, hilf mir, mein Ende ist gekommen, rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Oh, mein Ende naht, die Prinzessin, du bist ihr. Ja, der Retter in der Not kommt, der Retter in der Not ist natürlich am Schlüssel. Keine Sorge, Onkel, einer muss es ja tun, ne? Einer muss es ja tun. Wenn du nicht, dann werde ich es wohl sein. Wenn du nicht, dann muss ich es halt sein. An der Stelle mal gesagt. Schauen wir mal, wie gut das klappen wird. Ah, guck mal, ein bisschen Magie haben wir auch. Können wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ist ja auch nicht ganz schlecht. Wenn wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können hier. An der einen oder anderen Stelle. Aber wie gesagt, ja, ziemlich blind tatsächlich. Ich habe es mal angespielt. Ich habe auch die ersten paar Tempel mal gespielt, sage ich mal. Aber halt nie, dass ich einen Abspann gesehen hätte auf jeden Fall. Beziehungsweise nie sonderlich weit tatsächlich. Ich habe es relativ wenig gespielt. Ich glaube, die ersten zwei Tempel, wenn überhaupt. Aber das holen wir jetzt nach, ne? Dieser Kanal soll ja auch dazu dienen, dass ich mal Spiele nachhole, die ich nicht unbedingt mehr hundertprozentig kenne oder wie auch immer. Ganz kurz mal was schauen. Wir schauen mal kurz hier in den... Ich glaube, hier ist der Thronsaal, soweit ich mich entsinnen kann. Ich weiß gar nicht, ob hier was Relevantes für uns drin ist, aber... Ja, Gegner müssen wir jetzt auch nicht alle plätten. Macht jetzt auch wenig Sinn, die alle plätten zu wollen. Ja, ich glaube, hier ist noch nichts für uns. Gut, dann gehen wir halt wieder raus. Und schauen mal links und rechts nach. Links und rechts schauen wir nach dem Rechten. Das wird schon richtig sein. Nee, den Anfang kenne ich. Den habe ich auch jetzt einmal kurz vorgespielt, damit ich halt in die Steuerung reinkomme und alles. Und ja, das war nicht ganz planlos beginnen, sage ich mal. Ich finde das ja sowieso immer besser, wenn man sich immer ein bisschen über das Let's Play erstmal informiert, sage ich mal. Dass man da ein bisschen Idee hat, wo man hin muss und wie auch immer. Dass man nicht ganz völlig auf dem Schlauch steht. Gerade bei älteren Spielen ist das dann doch mal gang und gäbe, dass man nicht unbedingt hundertprozentig weiß, wo muss man denn jetzt hin, wo kann man lang, wo muss man lang. Wie auch immer, daher finde ich das gar nicht so verkehrt, sich da bei älteren Spielen auch mal zu informieren. Weiß jetzt nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das prinzipiell, so hat jeder was davon. Ne? Wir kommen schneller ins Spielgeschehen, sage ich mal, rein. Ihr habt mehr zu gucken dann, beziehungsweise wir erleben Fortschritt im Spiel. Und alles ist gut. Du hast die Karte mit, ja, mit dem Zimmer, unseren Standort. Hier haben wir ihn. Ich muss mich nur ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, wo ich Items einsetze und sowas und wo ich die Karte aufrufe. Ich glaube, das wird so manchmal ein bisschen dauern, bis ich da komplett reingekommen bin. Aber ist ja auch nicht dramatisch. Ja, es wird schon mit der Zeit. So, die Kollegen schubsen mir einfach runter. Als wenn sie nichts wären, ne? Und ja, in meinen Augen auch nichts. Ja, solange ihr das gleiche nicht mit mir macht. Bitte nicht das gleiche mit mir machen. Ich weiß, geschieht mir recht, wenn ihr das tun würdet, aber nein, danke. Möchte ich nicht. Das verbiete ich mir. Lass das bleiben. Bin auch hier keine Schubsware. Ihr schon eher. Ihr seid zum Schubsen da, aber ich nicht. Nee. Was denkt ihr euch? So, da hinten brauchen wir, glaube ich, nicht lang. Das ist nicht so relevant für uns. Gehen wir einfach hier weiter, wo es auch weitergehen soll. Ja, tatsächlich, wir gehen da weiter, wo es weitergehen soll. Ob ihr es glaubt oder nicht. Gut, ein Herzchen nehmen wir natürlich gerne mit. Ein Herzchen kann man immer gebrauchen. So, den Knaben hier, den können wir, denke ich mal, auch ganz gut besiegen. Zur Not einfach immer mit der Wirbelattacke drauf und dann klappt das schon. Und einen Bumerang haben wir auch. Im Startmenü können wir ihn auswählen. Machen wir auch. So. Ja, das ist ein bisschen komisch mit der einen Wahl, weil man das nicht bestätigen muss. Sondern man muss einfach nur auf den Knopf sozusagen, also auf den passenden Item drauf sein. Finde ich ein bisschen merkwürdig tatsächlich, aber ja, werde ich mich schon dran gewöhnen, hoffe ich. Mal gucken, wie gut das klappt am Ende des Tages. Aber werden wir schon. Wir werden das Schiff schon schaukeln. Ne? Wir werden das Zelda-Schiff hier schon schaukeln. Ist ja nicht mein erstes Zelda. Tatsächlich haben wir schon einige Zeldas auf diesem Kanal gespielt. Ältere Zeldas, neuere Zeldas. Ne, wobei neuere Zeldas haben wir hier gar nicht so großartig behandelt. So ab DS abwärts, sage ich mal. Ja, DS Zelda war, glaube ich, das letzte, was wir gespielt haben. Also das in der Reihenfolge so das neueste, was wir gespielt haben, glaube ich. Hyrule Tracks, oder?
Wenn mich nicht alles täuscht, ich überlege gerade, ob wir nochmal was Jüngeres gespielt haben, sozusagen. Aber ich glaube nicht. Wir haben keinen Resider gespielt, wir haben nicht A Link Between Worlds gespielt. Wir haben noch keins der Remakes gespielt, also ja, alles ab DS-Zelda aufwärts. Kann man so sagen. In 3DS gibt es nur A Link Between Worlds, das haben wir auch noch nicht gespielt, weil das will ich irgendwann hier im Anschluss erst dran machen. Verständlicherweise. Weil zweiter Teil halt. Aber gut, aber gut. So, du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Ach ja, damals noch alte Rechtschreibung mit SZ, ne? Ich danke dir, Flo. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Flo. Die Burgwachen stehen alle unter Arganims magischem Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon. Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Jo. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Ich hätte ganz gerne ein Herzchen. Herzchen wäre mir Herz allerliebst, aber kriege ich scheinbar nicht. Vielleicht hier noch so ein... Okay, danke. Damit zumindest das Nervige. Der nervige Soundeffekt hier von den Herzen aufhört. Das war mir erstmal wichtig. Dass da zumindest mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Dass wir hier nicht die ganze Zeit bing, 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 bing hören müssen. Ist ja sonst nervig. Ist ja sonst einfach nur nervig. Wollen wir an der Stelle mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. So, hier ist keiner mehr. Das ist schön. Alle besiegt. Alle besiegt an Ort und Stelle. Das gefällt uns ja ganz gut. Das gefällt uns ja schon mal ganz gut. So, dann hier aber jetzt hoch. Können wir ja wahrscheinlich ein bisschen abkürzen rein theoretisch, oder? Rein theoretisch müssten wir hier ohne Umschweife langkommen. Zumindest minimal können wir abkürzen. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Wenn wir schon mal ein bisschen abkürzen können, dann nutzen wir das auch. Siegen wir dich? Ja, komm, was soll der Geiz? Bisschen Gegner besiegen können wir ruhig mal. Ein bisschen Combat das Spiel zu nutzen, ne? Also was heißt Combat, aber ja, bisschen reinkommen, ne? So, damit wir einfach aus ästhetischen Gründen gehen wir jetzt über die rechte Seite des Schlosses. Im Grunde ist es genau das gleiche, was hier passiert, aber also wie auf der linken Seite, aber hey. Nur ein bisschen vielleicht die andere Gegnerverteilung, aber ist ja auch nicht so dramatisch. Ist ja auch nicht so dramatisch, aber halt einfach der Komplettierung halber. Wollte ich es jetzt einfach mal mit drin haben. Wir müssen eh zum Thronsaal, da kommen wir jetzt auch hin. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen, nur Mut. Alles klar, dann folge ich deinen Anweisungen. Ich vertraue dir voll und ganz, Zelda, ich vertraue dir voll und ganz. Ich habe auch gar keine andere Wahl. Ich habe auch gar keine andere Wahl, als dir voll und ganz zu vertrauen, ne? Mal schauen, vielleicht lügst du mich auch an. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Alles klärchen. Einmal verschieben wir das Ding einmal. Das Wappen. Ja, klappt so mäßig. Klappt so mäßig, aber wir sind durch. Wir sind durch. Wunderbar. So. Lämpchen sagt sie. Mach mal, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. So haben wir ein bisschen mehr Licht hier. Lichtspielereien. Wunderbar. Mal mehr, mal weniger. Die gehen aber auch nach einer Zeit wieder aus, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die gehen nach einer Zeit wieder aus. Genau das wollte ich. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Aber ich finde, man sieht auch so ordentlich was. Also man braucht nicht unbedingt das Licht. Man sieht auch so genug. Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, machen wir weiter. Machen wir weiter, gehen durch das dunkle Kellerverlies hier. Ah, die halten schon ein bisschen mehr aus, aber ist ja auch kein Thema. Ist ja auch kein Problem, die Schlange ist hier zu besiegen. Die Schlange ist hier zu besiegen, ist nicht das Thema. Stellt kein Problem dar. Weg damit und weiter geht's. Kellergeschoss 1. Hey, immerhin schon mal, ne? Immerhin schon mal Kellergeschoss 1. Könnt ihr mir mal nicht auf den Zeiger gehen, ihr Schlangis? Dankeschön. So, wunderbar. Noch eine neue Gegnerart, irgendwelche komischen Krabben oder so ähnlich. Und ein Schlüssel. Ein Schlüssel nehmen wir gerne mit. Der wird uns bestimmt hilfreich sein. Bei allerlei Dingen. Und ein Magiekrug, auch der wird uns hilfreich zur Seite stehen. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter.
Jetzt geht's erstmal hier weiter. Du, vorwärts, es ist ja nicht mehr weit, nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ich gebe mir Mühe. Ganz viele Mäuschen hier. Die besiegen wir mal alle, weil warum nicht? Vielleicht auch für Rubine teilweise. Teilweise für Rubine. Kann nicht schaden. Hey, guck mal, ein Zwanni. Ein Zwanni nehmen wir gerne mit. Um 5er sowieso. Also alles fein, alles paletti. So, weiter geht's. Weiter in die nächste Etage, sozusagen. Kann ich hier mal irgendwo Licht machen? Nee, ne? Gut, machen wir es so. Auch das ist möglich. Geht mir aus den Augen. Geht mir aus den Augen, ihr kleinen Gegnerlis. Und ich gehe hier durch. Tschüssi. War nett mit euch. Eigentlich nicht, aber wir tun mal so. So, hier weiß ich aus guter, zuverlässlicher Quelle genau, dass hier einer eine Rattenschlüssel hat. Das ist mir schon bewusst gewesen. Daher ist das auch kein Thema, die einmal kurz zu besiegen. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Bomben haben wir noch keine, aber es soll uns keinen Abbruch tun. Kommen wir halt später nochmal her, wa? Kommen wir halt später nochmal her. Schieben wir das jetzt weg und gehen hier hoch oder wie auch immer, runter hoch. Nee, geht nach oben. Eine Etage höher, immer wieder gern gesehen. Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so dunkel hier, nicht mehr ganz so finster wie im Bärenarsch. Stattdessen kann man hier in Ruhe Vasen kaputt, der Band, ne? Das gehört ja auch zum guten Zelda-Ton dazu. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale, zum Öffnen muss dann einen der Hebel ziehen. Mal sehen, ob wir den richtigen gleich wählen. Ich weiß tatsächlich, welcher es ist, aber ich will euch auch zeigen, was der Falsche macht. Nämlich, er beschwört einfach ein paar Schlangen. Kann nervig sein, aber auch nicht so schlimm. Auch nicht so schlimm. Gibt immerhin noch mal ein paar Rubine. Die nehmen wir doch gerne mit. Die nehmen wir doch gerne mit. Wunderbar. Zieh an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. Machen wir. Wird gemacht. Kein Thema, Zelda. Kein Thema. Und da ist der große Priester. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Flo? Ja, sorry. Ja, richtig. Flo half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Arganin plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte Flo, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Arganim, denn nur du bist dazu in der Lage, bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Arganims Taten und seiner schwarzen Magie. Meine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen, das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Saharas auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Jetzt. So, aber erstmal, ich möchte an diese Truhe noch, bevor ich hier was mache. Wunderbar. Ein Herzcontainer, deine Herzzahl ist gestiegen und jetzt haben wir schon 4 Herzen. Ja, wunderbar. Gut, dann werden wir im nächsten Part Saraza suchen, wie auch immer. Wir werden ihn in jedem Fall suchen und hier auf der Karte haben wir auch irgendwo eine Markierung. Hier in Kakariko müsste das sein. Ja, nochmal eine Überblick über die Gesamtkarte. Aber das soll es erstmal von diesem ersten Part gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es ist, gebt gerne einen Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye.